Ja, ich hatte keine Zeit für frisches Wasser. Müsst halt mit leben. Gefällt mir auch nicht ganz, aber naja, gut. Leitzachgold. Schaut sehr schön, oder? Hoffentlich kann man das erkennen hier in dem Trüben. Also ich versuche mal ein bisschen ranzuzoomen. So. Im Winter ist halt so, dass ich es von drinnen holen muss durch die Wohnung und da habe ich halt keine Lust. Im Sommer ist halt anders, da kann ich es aus dem Brunnen rausholen, im Garten. Red Sand ist drin. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich sag's halt. Das ist der typische Ingletscher. Ingletscher hat viel Red Sand. Black Sand, ganz minimal, ganz wenig. Ja. Unten die Vortex. Da sieht man dann schon, dass die diesen Red Sand ausseppariert. Vortex ist halt hinten wichtig. Gucken, dass die Blasen frei sind. Bevor man das erste Konzentrat in die Rinne. Nochmal der Goldfelder, Goldnester. Ich habe praktisch mehrere Setups habe ich probiert. Erstmal mit dem Mini-Haibänker, mit meiner Smooth vorne direkt und dann Hopper und dahinter Goldhook. Dann mit der normalen Rinne Vortex, Streckgitter und Riffelrahmen halt. Und gestern Freitag After Work eben nur mal mit meiner Smooth und mit Riffelrahmen bloß. Und da habe ich schon festgestellt, dass ich sehr, sehr feines Gold rausholen konnte. Also Männersmoos ist halt das fürs Feingold das Optimalste. Ne? Ist ja auch klar, das versteckt sich dann in diesen Schwermineralien, dieses Feingold, und wird halt gefangen. So, jetzt ist so Halbzeit mit dem Konzentrat auswaschen. Das ist jetzt erstmal das vorläufige Ergebnis. Da kann man dann mal schon sehen, dass sich das tatsächlich schon was angesammelt hat. Schwermineralien sind wirklich noch ganz wenig eigentlich drin. Hauptsächlich eben Kalk. Goldstraße hat sich schon gebildet. Ja. Größere sind drin und ganz feines auch. Also da ist wirklich sehr viel feines Material mit drin. Es hat sich doch gelohnt. So, machen wir hier mal ein bisschen rein. Vielleicht haben wir noch Glück, das mal so ein bisschen zu sehen. Da war eins, da ist eins. Das ist eigentlich fast mit jeder Zugabe habe ich da bleibt was liegen, so 3, 4, manchmal 7 sogar. Ja, machen wir nochmal rein. Nochmal gucken. Da ist ein größeres. Ist halt eine langwierige Aufgabe, das eben auszuwaschen, weil ich möchte jetzt nicht, ich habe jetzt die Zeit auch nicht, dass ich das jetzt noch mal ein zweites Mal durchwasche. Ich habe es ziemlich flach eingestellt, das sieht man ja, und ja, ich hoffe, dass da nicht zu viel durchgeht, obwohl ich hinten in der Vortex noch nichts gesehen habe, dass da irgendwas hängen bleibt oder wie auch immer, oder auch weiter hinten in den Riffeln drin, nichts. Bis daher ungefähr. So, bis da bleibt es ungefähr drin hängen. Weiter hinten habe ich noch nichts gesehen.
Gut. Ich mache dann kein Update mehr, dann nachher bloß noch die Ausbeute. Hier könntest du noch mal sehen, wie viel da drin ist. Hier wird schon vielleicht halber leer. Mal gucken.